Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir starten heute ein ganz neues Experiment, wir machen einen Livestream. Wir haben uns gedacht, Mensch, bei den ganzen Terminen, die stattgefunden haben, das ist zwar eine Möglichkeit, uns mit uns direkt ins Gespräch zu kommen, aber manche konnten eben auch nicht zu allen Terminen und deswegen wollten wir eine Möglichkeit bieten, auch digital mit uns ins Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen oder einfach zu sehen, was wir hier treiben. Wir sind hier jetzt gerade in unserem Büro am Zehmeplatz in Frankfurt-Oder. Im Hintergrund seht ihr den Frank Kreitner. Sag ruhig mal Hallo, Frank. Hallo. Hinter der Kamera sitzt Tom Berthold. Der kümmert sich so ein bisschen darum zu gucken, was für Kommentare kommen und die etwas zu sortieren und gegebenenfalls dann die Fragen hier reinzurufen, damit ich sie auch beantworten kann. Mein Name ist René Wilke und ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Livestream. Ja, warum machen wir das? Wir haben uns gedacht, wir wollen euch auch ein bisschen zeigen, wie es weitergeht nach den Zukunftswerkstätten. Die Zukunftswerkstätten waren ein Experiment für uns, will ich ganz ehrlich sagen. Wir wussten nicht, wird das funktionieren, findet das Anklang, ist es ein Format, das sozusagen auch ein Bedürfnis in der Bevölkerung trifft. Und wir waren sehr positiv überrascht und geradezu überwältigt von der Resonanz. Insgesamt 180 Menschen haben circa teilgenommen an den Zukunftswerkstätten, an den drei Terminen und haben mit uns ein Programm geschrieben. Und das ist ein ganz spannender Prozess gewesen, weil mir ist wichtig, deutlich zu machen, dass das, was wir hier für Frankfurt tun wollen in diesem OB-Wahlkampf, dass das nichts ist, was einfach nur mit der Linken zu tun hat, also mit meiner Partei oder mit den Grünen, die uns unterstützen, sondern dass es etwas sein soll von den Frankfurterinnen und Frankfurtern für ihre Stadt. Und deswegen haben wir ein Programm entwickelt, das eben ein Programm ist von Bürgerinnen und Bürgern für ihre Stadt. Und das war die Idee hinter diesen Zukunftswerkstätten. Die Beteiligung war groß. Und hier seht ihr nun im Raum das, was wir jetzt zu tun haben. Wir haben nämlich Dutzende Flipcharts. Wir haben die ganzen, also die dabei waren, können sich erinnern, die ganzen Tische waren voll mit beschreibbarem Papier. Und da wurden viele Notizen gemacht, viele Ideen aufgeschrieben. Und die liegen jetzt hier aus, ein Bruchteil davon, die werten wir jetzt sozusagen aus. Und werden dann versuchen zu gucken, was kann davon ins Programm einfließen und was nicht. Ich höre gerade, ich soll ein bisschen lauter sprechen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen zu verstehen. Ich versuche also noch lauter zu reden. Ja, also ihr seht jetzt hier einen Teil dessen, was bei den Zukunftswerkstätten an Ergebnissen gesammelt wurde. Da sind hier so eine Zettel, ich nehme einfach mal hier einen ab, das war aus dem, das scheint der Workshop gewesen zu sein zu Nachhaltigkeit oder Umwelt, da ging es um in dem Falle die Begrünung der Magistrale, die Magistrale verschönern, indem dort die Bäume erhalten bleiben und etwas Grünbepflanzung stattfindet. Das ist hier einer der Vorschläge. Und so seht ihr hier verschiedenste Karteikarten, wo dann Prioritäten gesetzt wurden. Hier findet ihr zum Wirtschaftstisch zum Beispiel Internetausbau stärken, Start-ups unterstützen und ja genau, solche Bausteine findet ihr wieder. Und unsere Aufgabe ist es nun, das Programm, was wir uns erdacht haben, abzugleichen mit dem, was von den Bürgerinnen und Bürgern bei den Werkstätten zusammengekommen ist, in den drei Zukunftswerkstätten, die wir gemacht haben. Genau, das ist die Idee des Ganzen. Ich komme heute aus Potsdam. Wir haben dienstags immer Fraktionssitzung in Potsdam und kann gleich noch eine gute Nachricht mitbringen, fällt mir gerade ein. Denn wir haben heute eine Kabinettsentscheidung bekommen. Kabinettsentscheidung heißt, die Landesregierung hat da eine Entscheidung schon festgemacht. Und die Entscheidung, die uns jetzt zugutekommt, ist, dass Frankfurt-Oder weitere 8 Millionen bekommen wird für Schulinfrastruktur. Ihr wisst ja wahrscheinlich, Frankfurts Schulen und auch die Horte, die Kitas, die Sportstätten haben einen immensen Reparaturrückstau. Allein bei den Schulen haben wir über 20 Millionen Reparaturrückstau. Also Geld, was wir bräuchten, um eigentlich die Schulen in Ordnung zu bringen. Und das Land hat jetzt nochmal ein Sonderprogramm aufgelegt und Frankfurt-Oder bekommt von diesem Sonderprogramm ganze 8 Millionen für die Schulen. Wir müssen jetzt in Frankfurt die Hausaufgaben machen und uns auf die Spur begeben, um zu gucken, wo setzen wir da die Prioritäten, um möglichst schnell dieses Geld auch einsetzen zu können und ja, damit es schnell den Schulen in Frankfurt zugutekommt. Aber da denke ich, ganz gute Entscheidung, die da getroffen wurde und die uns in Frankfurt einmal mehr hilft. Morgen haben wir Landtagssitzung, die nächsten 3 Tage haben wir Landtagssitzung und da geht es unter anderem darum, wie das Geld für die Verwaltungsstrukturreform weiterhin genutzt wird. Dazu werde ich eine Rede halten im Landtag, in dieser Debatte werde ich dann der Redner für unsere Fraktion sein und wir werden darüber sprechen, wie wir die Teilentschuldung zu gestalten haben. Ich will weiterhin, dass diese Teilentschuldung kommt. Wir werden über den Soziallastenausgleich zu sprechen haben, also darüber, dass gerade eine Stadt wie Frankfurt-Oder mit erheblichen sozialen Lasten zu tun hat und wir deswegen
auch mehr finanziert werden müssen, damit das ausgeglichen wird. Und auch generell die Finanzierung zwischen Land und Kommunen, das muss neu austariert werden über das Finanzausgleichsgesetz, auch das wird morgen eine Rolle spielen. Ja, und die Kulturfinanzierung, damit wir in Frankfurt nicht alleine auf den Kosten sitzen bleiben für die großen Kultureinrichtungen. All das ist so etwas, was in der Rede dann eine Rolle spielen wird. Aber nun kommen wir zurück zu Frankfurt und ich gucke mal zu Tom, ob schon Fragen eingegangen sind, die wir beantworten sollten, bevor ich jetzt hier zu lange alleine rede. Tom, wie sieht's aus? Ja, die Frage, einige, ich würde ja mal erstmal mit ein paar leichten Fragen anfangen. Du bist ja ein begeisterter Fahrradfahrer. Wie sieht's denn damit aus? Wirst du auch noch, wenn du OB bist, im Rathaus Fahrrad fahren? Und wie ist das überhaupt eigentlich? Der OB hat doch auch einen Dienstwagen. Wirst du dann das Auto benutzen oder doch lieber das Fahrrad? Okay, spannende Frage. Mir ist das Fahrradfahren sehr, sehr wichtig. Erstens, weil es eine meiner großen Leidenschaften ist. Deswegen werde ich auch weiter Fahrrad fahren. Und mir ist Fahrradfahren auch in der Stadt wichtig, weil man da mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Das passiert ja mir ganz oft, dass Menschen mich, wenn ich das Fahrrad irgendwo anschließe, dann ansprechen, mir eine Frage stellen oder etwas mitgeben. Und genau dieser Kontakt ist ja total wichtig für Politiker, damit sie auch dranbleiben an dem, was die Leute bewegt. Und deswegen werde ich weiterhin, weil es meine Leidenschaft ist, aber auch, weil ich glaube, es ist wichtig ist, in der Stadt präsent zu sein, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sich nicht also da wegzubewegen von den Bürgern, sondern immer nah dran zu bleiben. Auch deshalb werde ich weiterhin viel Fahrrad fahren. Natürlich nicht nur, zu manchen Terminen wird das nicht immer klappen, aber so oft es geht und so gut es geht, werde ich das weitermachen. Und ich werde hoffentlich auch meine jährliche lange Radtour im Sommer wieder tun können, wo ich dann über ein paar tausend Kilometer irgendwo durch Europa oder die Welt toure. Genau, ja. Ja, eine Frage, die uns schon oft bei den Zukunftswerkstätten gestellt wurde. Nun ist es so, wir sind bisher wir sind der einzige OB-Wahlkampf, der bisher zum Programm zu inhaltlichen Punkten so eine Beteiligungsmöglichkeit gegeben hat. Das haben die anderen bisher nicht gemacht. Das haben auch wir früher als Linke nicht in Frankfurt gemacht und auch nicht die Grünen. Und dann kommt ja doch schon die Frage, und das sagst du auch bei den Zukunftswerkstätten immer, Bürgerinnen und Bürgerbeteiligung ist sehr wichtig, aber dennoch betonst du ja, dass es auch dein Programm ist und am Ende du entscheidest, welche Punkte denn jetzt am Ende ins Programm kommen. Warum machst du dann denn überhaupt diese ganze Beteiligung, wenn du am Ende doch alles selbst entscheidest? Ich glaube, darum geht es auch in der Politik. Am Ende muss ich eine Entscheidung treffen. Wie bei jeder Landtagssitzung, in der nächsten haben wir zu, ich glaube, 36 Punkten abzustimmen. Da muss ich jedes Mal konkret entscheiden, wie ich mich dazu verhalte. Ist es so, dass am Ende ich entscheiden muss. Der Unterschied für mich ist, dass es für mich unabdingbar ist, dass die Menschen mitreden sollen. Ich möchte ihre Meinung hören, ich möchte ihre Kompetenz einbeziehen, ich möchte wissen, was die Leute denken. Mir ist das nicht egal, sondern ich will genau dieses Potenzial mitnehmen. Und mit den Zukunftswerkstätten versuchen wir genau das zu machen. Wir geben den Leuten die Chance, ihre Ideen einzubringen, ihre Prioritäten zu setzen und uns einen Eindruck davon zu geben, wie sie ticken und was sie für wichtig halten. Und das ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu anderen Bewerbern, die das so nicht machen und die das sogar für ziemlich komisch halten. Und die uns auch gesagt haben, auch in ihren Reden gesagt haben, dass sie das eigentlich für ein sehr seltsames Instrument halten, das sie selbst ablehnen. Am Ende muss es aber mein Programm sein. Es geht natürlich nicht, dass in meinem Programm, das ich dann vertrete im Wahlkampf und dann als OB umzusetzen habe, dass da Dinge drinstehen, die ich nicht gut finde, zu denen ich nicht stehen kann. Das geht natürlich nicht. Und deswegen ist das habe ich immer bei jeder Werkstatt auch so gesagt, das ist eine Ideensammlung. Am Ende muss ich aber entscheiden, was ich davon für vernünftig halte und für umsetzbar halte und in welchen Schritten wir das für umsetzbar halten und ob es mit meinen Werten übereinstimmt. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass das passt. Aber ich kann sagen, dass also wir haben bei der ersten Zukunftswerkstatt, die ist ja schon ins Programm eingeflossen in den ersten Entwurf, wir haben ungefähr 70% der Dinge übernehmen können, die da gesagt und vorgeschlagen wurden. Und ich glaube, in ähnlichen Dimensionen ist es bei den anderen Werkstätten auch. Also das ist schon so, dass da ganz viele gute Anregungen kamen, Dinge, wo wir auch danach gedacht haben, Mensch, wie sind wir da nicht selbst drauf gekommen? Und das ist das, was ich so für so wichtig halte, die Alltagskompetenz der Menschen. Die müssen wir mitnehmen, denn die Frankfurterinnen und Frankfurter wissen am besten, was gut ist für ihre Stadt. Martin Hampel hat via Facebook gefragt, als OB bist du ja auch Standesbeamter. Wenn meine Freundin es schafft, mich zu motivieren, würdest du uns trauen?
Martin, also so lange, wie du mit deiner Freundin schon zusammen bist und so zauberhafte Kinder, wie ihr habt, finde ich, ist es durchaus an der Zeit, dass du nicht mehr so viel Motivation brauchst. Und es wäre mir eine große Ehre, das zu tun. Ja, natürlich, sehr gerne. Süße Frage. Okay. Christian Lehmann fragt auf Facebook, wenn du UB wirst, was wünschst du dir persönlich für Frankfurt? Da gibt es so viele Wünsche, die ich habe. Ich wünsche mir, dass wir, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich nehme so wahr, dass Frankfurt so eine zerrissene Stadt ist, so eine gespaltene Stadt, wo es so viel Unverständnis gibt für politische Entscheidungen. Und ich kann dieses Unverständnis total nachvollziehen, weil natürlich, ich selbst verstehe nicht, wie es sein kann, dass wir seit 2010 keinen Jahresabschluss vorlegen als Stadtspitze, also dass die Stadtspitze keinen vorlegen kann und dass deswegen der Haushalt nicht genehmigt wird und der ganze freiwillige Bereich, die Sportler, die Kulturschaffenden auf ihre Gelder warten müssen, weil wir in der vorläufigen Haushaltsführung sind. Das ist einfach unverständlich. Und so gibt es ganz viele Entscheidungen, die ganz viel Frust erzeugen. Auch die Tatsache, dass dieses Parkkonzept durchgesetzt wurde, gegen viel Widerstand. Und dann sagt man aber, das gilt für alle, aber wir als Verwaltung nehmen uns da raus. Wir schaffen uns unseren eigenen Parkplatz für auch günstigere Bedingungen. Also wir bezahlen da weniger als der Rest der Stadt, wo die Verwaltung eigentlich, glaube ich, eine Vorbildwirkung hätte. Das sind so Dinge, die sorgen für Ärger und für Unverständnis und das darf so nicht weitergehen. Also das ist, dass ich wahrnehme, dass wir es momentan nicht hinbekommen, die Waage zu halten. Wir verlangen viel von den Frankfurterinnen und Frankfurtern. Die Gebühren steigen an vielen Stellen, obwohl das Leben in Frankfurt an sich schon nicht besonders leicht ist. Es gibt viele Dinge, viele Entscheidungen, über die sich die Frankfurterinnen und Frankfurter ärgern. Sie werden nicht mitgenommen in Entscheidungen. Das nimmt der Politik und auch der Verwaltung die Legitimation, weil sich die Leute natürlich fragen, na, wofür zahle ich denn zum Beispiel Steuern, ne? Wenn dann auch noch öffentliche Leistungen zurückgefahren werden, überall gekürzt wird und so. Und ich glaube, das muss wieder in die Waage kommen. Politik muss wieder versuchen, sich daran zu orientieren, welche Bedürfnisse gibt es, wie erklären wir den Menschen auch, was wir tun und warum wir es tun und sich stärker an dem orientieren, dass da auch Gerechtigkeit herrscht, dass die Leute nicht den Eindruck haben, hey, das ist irgendwie unverständlich und ungerecht, wie die da entscheiden. Und das geht nur, wenn man an den Bürgerinnen und Bürgern dranbleibt und immer wieder auch die Rückkopplung sucht und eben solche Formate macht, wie wir jetzt hier gerade tun, das Feedback einholt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein. Das wäre mir wichtig, dass wir die Stadt befrieden können und wieder ein Stückchen zusammenführen können, mehr miteinander gestalten und nicht so im Gegeneinander, wie es die letzten Jahre war. Enrico Dilk hat auch direkt im Livestream gefragt, hey mein Guter, was soll als OB deine erste Amtshandlung sein? Was wird durch dich als OB anders oder besser? Die erste Amtshandlung wird, glaube ich, sein, dass ich mit den Mitarbeitern der Verwaltung erstmal ins Gespräch komme. Das sind die Leute, mit denen ich am engsten zusammenarbeiten muss. 900 Menschen, die dort arbeiten, die allesamt, glaube ich, auch eher nicht zur Arbeit gehen, weil sie irgendwie demotiviert sind, sondern die wollen ja auch etwas Gutes für die Stadt bewirken. Deswegen haben sie sich ihren Job auch ausgesucht. Und diese Menschen kennenzulernen, zu wissen, wo drückt aus ihrer Sicht der Schuh, welche Konzepte liegen in der Schublade, das wird ganz wichtig sein, denn wir haben bei den Zukunftswerkstätten auch erlebt, dass Leute aus der Verwaltung zu uns kamen, die gesagt haben, hey, wir haben hier Konzepte, wir werden aber nicht gehört von der Stadtspitze. Die liegen hier in den Schubladen und vergammeln da, wir tragen sie einfach hier mal vor und erzählen euch, was es da für Ideen und Expertise gibt in der Verwaltung. Und da haben wir Sachen erfahren, die hätte ich gern früher gewusst. Wirklich tolle Ideen, die einfach bisher nicht zur Geltung kamen. Und ich glaube, da gibt es ganz viele engagierte Leute, die man mitnehmen muss. Das ist so die erste Amtshandlung, mit den Leuten aus der Verwaltung ins Gespräch kommen, sie kennenlernen und ein Miteinander zu organisieren. Diese Verwaltung muss miteinander arbeiten und auch mit mir arbeiten. Und dann wird es darum gehen, sehr schnell eine Art 100-Tage-Programm aufzustellen und zu sagen, das sind jetzt die wichtigsten Dinge, die wir erst einmal anpacken und die Verwaltungsmitarbeiter dabei mitnehmen. Und diese Dinge dann umzusetzen, transparent zu machen, den Leuten zu erzählen, was haben wir vor. Und dann würde ich auch versuchen, genauso wie jetzt auf Facebook und anderen sozialen Medien, jeden Tag darüber zu berichten, was tun wir, wie machen wir es, in welchen Schritten kommen wir voran, auch über Fehlschläge zu berichten. Es werden auch Dinge scheitern, es werden Dinge nicht funktionieren, es werden auch Enttäuschungen geben. Aber all das werden wir versuchen, transparent zu machen, damit die Leute immer wissen, was wir tun und warum wir es tun. René Matschkowiak würde gerne wissen, was du für Ideen hast, um die Wirtschaft in Frankfurt oder zu stärken und vielleicht auch mehr Unternehmen anzusiedeln? Wir stehen ja in Frankfurt in Konkurrenz mit allen anderen Standorten in Deutschland und Europa.
Und es gibt in der Wirtschaftsförderung aus meiner Sicht drei Bausteine, um die es gehen muss. Es geht um die lokalen Unternehmen, die sind das Rückgrat der Wirtschaft. Da haben wir bei den Handwerkern zum Beispiel eine große Herausforderung vor uns. Die Handwerksbetriebe sind momentan in einer sehr guten wirtschaftlichen Lage. Die meisten berichten uns, es geht ihnen gut und es funktioniert auch gut, das Geschäft. Aber viele von denen sind in einem Alter, wo sie langsam auch aus dem Berufsleben ausscheiden werden. Und ich kann nochmal eine Zahl nennen, ungefähr 600 Arbeitsplätze allein in der lokalen Wirtschaft im Handwerk sind gefährdet, wenn wir es nicht hinbekommen, Nachfolge im Handwerk zu organisieren. Ein ganz wichtiger Punkt, wo wir als Stadt, glaube ich, mithelfen müssen. Die Handwerkskammer ist da dran und da sehr engagiert. Und das heißt dann auch, Dienstleistungen in der Stadt sind gefährdet. Menschen brauchen ja Handwerker für ihre Dienstleistungen. Und es geht aber auch darum, dass wir, ja, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben in diesem Bereich. Also die lokale Wirtschaft unterstützen, immer im Gespräch sein mit dem Unternehmen, wo gibt es vielleicht Dinge, wo wir helfen können, wo vielleicht kleine Stolpersteine aus dem Weg geräumt werden können. Die Verwaltung muss da auch noch mehr als jetzt schon, da ist ja einiges passiert, Dienstleister sein für die lokalen Unternehmen. Das ist ein Baustein. Der zweite Baustein sind Ansiedlungen. Wir haben bei den Wirtschaftsstrukturen versucht, die Abgrenzung klarer zu machen. Es gab durchaus Parallelstrukturen, die haben wir versucht zu reduzieren. Da müssen wir weitermachen bei der Reduzierung, damit wir uns fokussieren auf das Schaffen von Ansiedlung, dass das ICOP sich ausschließlich konzentrieren kann, darauf Unternehmen hierher zu holen und für Frankfurt zu gewinnen. Und das dritte ist der Gründungsbereich. Gerade an der Viadrina gibt es ja sehr viele Ausgründungen. Davon gehen aber ganz viele nach Berlin, weil sie hier nicht die Bedingungen vorfinden, um dann hier ihr Unternehmen weiterzuführen. Und das ist etwas, woran man, glaube ich, auch gut arbeiten kann, um attraktive Bedingungen zu schaffen, damit diese Unternehmen hier bleiben. Das sind alles so Bausteine. Ich glaube auch, Fachkräftesicherung ist ein Thema, was immer bedeutsamer wird. Und die Berlin-Nähe, von der können wir auch an der Stelle profitieren. Und als Wohnstandort sozusagen Anziehungspunkt sein, auch für die Menschen, die im Berliner Raum eben nicht mehr leben wollen oder auch nicht mehr leben können, aber dann hier ihre Expertise einbringen können und auch ihre Arbeitskraft einbringen können. Mehrere Fragen im Livestream jetzt aber auch schon vorab per Mail. Du hast es angesprochen, Berlin, Metropolenraum beschäftigen sich mit der Frage, was du dafür tun könntest, insbesondere Studierende, aber prinzipiell Pendlerinnen und Pendler, die quasi in Frankfurt arbeiten oder studieren, aber woanders wohnen, dazu zu bewegen, auch tatsächlich in Frankfurt wohnhaft zu werden. Das ist, glaube ich, es gibt zwei große Potenziale für Zuzug, glaube ich. Diejenigen, die momentan nach Frankfurt oder einpendeln, aber woanders wohnen. Und diejenigen, die aus dem Umland immer mehr nach Frankfurt ziehen. Ich fange mit dem Umland an. Aus dem Umland, gerade aus den ländlichen Regionen, ziehen vor allen Dingen ältere Menschen mittlerweile nach Frankfurt oder und in andere größere Städte, weil sie da die Versorgungsinfrastruktur vorfinden, die sie eben in ihren Bereichen so nicht mehr haben. Medizinische Versorgung, aber eben auch Einkaufsmöglichkeiten und so weiter. Das heißt, als soziale Stadt müssen wir auch dafür sorgen, dass genau diese pflegerische, medizinische Infrastruktur vorhanden ist. Weil wenn sie die hier nicht vorfinden, dann sind es eben auch keine Bedingungen, die zum Zuzug führen. Genauso wie barrierefreier Wohnraum. Das wird immer wichtiger, bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum. So, und dann kommen wir zu der zweiten Ebene, also die Frage der Menschen, die sagen, nach Frankfurt oder einpendeln. Ich habe vor kurzem mit jemandem aus dem IAP gesprochen, das war ganz spannend. Der hat mir erzählt, ist ein Wissenschaftler, mehrere Doktortitel und so, und der hat Angebote in München, in Frankfurt am Main, in Hamburg und auch in Berlin. Und der hat sich aber für Frankfurt oder entschieden, für das IAP. Und er hat gesagt, er hat einmal mal geguckt, sein Gehalt in München wäre höher gewesen, aber die Lebenshaltungskosten wären auch deutlich höher gewesen. Und dann hat er gesagt, in Frankfurt-Oder verdiene ich zwar ein bisschen weniger, aber durch die niedrigen Lebenshaltungskosten hier, durch die geringere Miete, ist es so, dass er netto am Ende deutlich mehr im Portemonnaie hat und dazu eine tolle Natur und gute kulturelle Umgebung und Möglichkeiten, sich hier mit seiner Freizeit zu beschäftigen. Das hat ihn dazu bewogen, nach Frankfurt zu kommen. Und ich glaube, genau das ist es, was wir hinbekommen können, wenn wir dafür sorgen, dass weiterhin der Wohnraum hier bezahlbar ist, wenn wir ihn noch attraktiver machen für verschiedene Bevölkerungsschichten und wenn wir es schaffen, unser Freizeit- und Kultur- und Sportangebot auf einem guten Level zu halten und nicht immer wieder auch zu gefährden, auch durch solche Entscheidungen, die dann zur vorläufigen Haushaltsführung führen und dann auch ganz viel kaputt machen können. Wenn wir diese Standortvorteile ausbauen, ich glaube, das ist ein großes Potenzial und für die Studierenden gilt, ich glaube, sie müssen in die Innenstadt. Studierende wollen aus dem Bett raus und in 2 Minuten in der Uni sein. Der Tom ist gerade schlimm, der nickt hinter der Kamera. Das ist es nun mal. Und aus Neu-Bersinchen oder auch aus West in die Innenstadt fahren, das sagen mir viele,
Das ist eben auch gerade, wenn man abends noch ein bisschen das Nachtleben bereichern will, dann wird es schwierig, auch am Abend wieder zurückzukommen dorthin. Das ist ein Problem. Studentisches Leben gehört, glaube ich, in die Innenstadt auch, um sie zu beleben. Und wenn wir das hinbekommen, da gibt es ja sowohl mit dem Studentenwerk als auch mit einigen Privatinvestoren jetzt Bewegung, dann können wir auch da attraktiver sein für Studierende. Ich glaube, es ist ja hinlänglich bekannt, dass du ein begnadeter und begeisterter Radfahrer bist. Eine Frage aus dem Livestream dazu: Wirst du dich deswegen, gerade weil du Radfahrer bist, begeistert auch dafür einsetzen, dass es sichere und mehr Radwege in Frankfurt gibt? Naja, also natürlich versuche ich nicht, Politik nach meinen eigenen Interessen zu machen. Also nur weil ich jetzt Radfahrer bin, werde ich nicht dafür sorgen, dass jeder Radfahren muss in der Stadt. Das sei ganz klar gesagt. Aber ich halte eine Radinfrastruktur in so einer Stadt für wichtig. Ich glaube, dass eine belebte Innenstadt davon lebt, dass man Menschen sieht, dass man Gesichter sieht und nicht nur Autos. Wenn man sich anschaut, die Innenstädte, die erfolgreich sind, die attraktiv sind, sind die, wo man sich begegnen kann. Viele erinnern sich vielleicht an die Zeit zurück, wo im Zentrum das Fratelli noch war und das Zentral. Und es hat was ausgemacht, dass dort im Sommer die Plätze voll waren und die Leute da gesessen haben. Es hat was anderes mit dem Innenstadtklima gemacht, dass dort einfach Leben herrschte. Und Leben herrscht, wenn Menschen in der Innenstadt sind. Und dazu gehört dann eben auch, dass man es für Fußgänger und für Radfahrer attraktiv macht. Und in Frankfurt ist Radfahren momentan zum Teil eher lebensgefährlich als attraktiv. Und ich glaube, da muss einiges passieren, aber auch aus ökologischen Gesichtspunkten. Vor allem die Leipziger Straße, da ist so viel Verkehr, dass die Feinstaubbelastung so hoch ist, dass es für die Anwohner in Teilen an manchen Tagen des Jahres nicht gesund ist, dort zu wohnen. Das darf natürlich nicht sein. Und auch deswegen müssen wir, glaube ich, für ÖPNV und für Radverkehr etwas tun. Im Programm haben wir da einen Vorschlag gemacht, dass wir 10% der Mittel, die für Straßensanierungen eingesetzt werden, zukünftig direkt für Fußgänger und Radverkehr vorsehen, sodass wir den Autoverkehr nicht vernachlässigen, weil viele sind angewiesen auf ihr Auto und wollen auch weiter ein Auto fahren, das ist auch okay, aber dass wir sukzessive etwas tun, damit Radverkehr und auch Fußgänger in Frankfurt bessere Bedingungen haben. Wir sind ja schon beim Thema Verkehr. Mehrere Fragen im Livestream beschäftigen sich mit der Frage, wie wir möglichst Barrieren im Verkehr abbauen können, damit auch Menschen, die nur eingeschränkt mobil sein können, trotzdem an der Gesellschaft auch teilnehmen können. Das heißt, was möchtest du für Menschen mit Behinderung tun, gerade auch im Verkehr auf den Straßen, damit sie sich besser bewegen können? Die Behindertenbeauftragte Frau Stuchlich hat da, glaube ich, an vielen Stellen eine sehr gute Arbeit gemacht, die vielleicht manchmal sogar zu wenig Wertschätzung erfährt. Es gibt zum Beispiel einen Katalog, der regelmäßig auch aktualisiert wird, von Stellen in der Stadt, die für Menschen mit Behinderung einfach zu viele Barrieren mit sich bringen. Das fängt an bei Bordsteinen, die man nicht überwinden kann, wenn man mit dem Rollstuhl unterwegs ist oder auch wenn man mit Gehhilfen wie Rollator oder so unterwegs ist, bis hin zu Arealen, wo man aufgrund des Kopfsteinpflasters es nicht passieren kann, über einen Rathausplatz zu gehen oder zu fahren mit einem Rollstuhl, ist zum Beispiel ein Problem. Nun werden wir das nicht an allen Stellen ändern können, aber ich glaube, dass Barrierefreiheit eben nichts ist, was sagen, naja, wenn man vielleicht ein bisschen freie Spitzen hat, dann macht man das halt auch noch, sondern das ist eine Grundbedingung für Teilhabe, für gesellschaftliche Teilhabe. Wenn wir sagen, dass wir attraktiv sein wollen für ältere Menschen, auch für Menschen, die aus dem Umland zu uns ziehen, dann kann es nicht sein, dass sie sich dann aber hier schlecht fortbewegen können. Bei der Straßenbahn haben wir zum Beispiel so eine Grundsatzentscheidung getroffen. Die wurde auch heftig kritisiert von anderen und attackiert, weil es natürlich auch viel Geld kostet. Aber wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass Menschen in eine Straßenbahn zum Teil nicht einsteigen können. Und wer die alten Tatrabahnen kennt, ich mag die auch gerne, aber da mit einem Kinderwagen oder einem Rollstuhl einzusteigen, kannst du quasi vergessen, ne? Und deswegen ist Barrierefreiheit im ÖPNV-Netz, damit Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe überhaupt möglich wird, war so das, wofür wir uns eingesetzt haben. Und deswegen kommt jetzt auch die Anschaffung der barrierefreien Straßenbahn. Und im Land habe ich dann auch dafür gesorgt, dass diese Anschaffung gefördert wird. Nicht nur mit den 12 Millionen, die vorgesehen waren, sondern die Summe wurde jetzt auch noch verdoppelt auf mindestens 24 Millionen. Ich glaube, das beweist, dass uns das tatsächlich ein Anliegen ist. Und da geht es um ältere Menschen, um Menschen mit Behinderung, aber es geht auch um Familien, also um Menschen mit Kinderwagen und um einer zukunftsfesten ÖPNV. Das Thema Verkehr, gerade auch in der Innenstadt, scheint hier viele zu bewegen. Zwei Fragen dazu, auch zwei durchaus gegensätzliche Fragen. Die eine Frage lautet, ob du dir prinzipiell zur Belebung der Innenstadt vorstellen könntest, Parkgebühren in der Innenstadt abzuschaffen. Und die zweite Frage dazu, könntest du dir auch mal eine Woche Autoverbot vorstellen?
Ich glaube, solche Dinge müssen, Entschuldigung, ich muss mir ab und zu mal was trinken, eingießen. Das ist übrigens hier Mate, ich trinke. Die meisten, die mich kennen, wissen, dass ich das sehr regelmäßig zu mir nehme, weil ich kein Kaffeetrinker bin und da ist genug Koffein drin als Ersatz. Aber das nur nebenbei. Also, ich glaube, das ist ein sukzessiver Prozess. Man kann nicht eine Stadt von einem Tag auf den anderen so umkrempeln, dass man sagt, jetzt macht man hier eine autofreie Innenstadt. Es gibt den einen autofreien Samstag bisher. Ich glaube, das kann man durchaus ausbauen und gucken, wie es funktioniert, wenn man das meinetwegen quartalsweise macht und auch zeigt, dass die Innenstadt ohne Autos, wie das aussieht, wie sie funktionieren kann. Ich glaube, dass in der Karl-Marx-Straße nicht zwingend die Lösung ist, dass es keine Parkgebühren gibt. Weil die Händler momentan haben mir gesagt, eines der größten Probleme, das sie haben, ist, dass dort Menschen, die Anwohner sind, nicht im hinteren Areal parken. Wer die Karl-Marx-Straße kennt, weiß ja, da gibt es ja die Wohnblöcke und dahinter gibt es auch nochmal Parkplätze, sondern in der Karl-Marx-Straße parken. Und da auch durch Dauerparker, quasi mit Anwohnerparkausweis, Parkplätze blockiert werden, durch die es für Menschen, die da zum kurzen Einkaufen gehen wollen, schwierig wird, manchmal einen Parkplatz zu finden. Deswegen muss man eigentlich in der Karl-Marx-Straße gerade dafür sorgen, dass es nicht attraktiv ist, dort lange und dauerhaft zu stehen und einen Parkplatz zu blockieren, sondern dass man das fördert, dass man dort kurz parkt, dass man in der Karl-Marx-Straße eine Stunde, zwei Stunden parkt und dann der Parkplatz aber auch wieder neu besetzt werden kann und nicht man den ganzen Tag belegen kann. Ich glaube nicht, dass das die Lösung wäre für die Innenstadt. Aber ich glaube auch, dass wir ein Parkhaus brauchen, ganz dringend. Bei der Subitzer Straße versuchen wir uns auch dafür einzusetzen, dass wenn da eine Bebauung stattfindet, das mit einem Parkhaus einhergeht, weil wir haben eine angespannte Parksituation in der Innenstadt. Ich höre das jeden Tag wieder. Es gab die Versprechungen eigentlich, dass ein Parkhaus auch in der Nähe vom Arbeitsamt kommt. Eigentlich war das sogar vertraglich gebunden, da ist auch noch nichts passiert. Das muss dringend geschehen, um die Parksituation in der Innenstadt generell zu entspannen. Für diejenigen, die dort zum Arbeiten reinfahren. Aber für diejenigen, die einkaufen wollen, da brauchen wir Fluktuation. Und deswegen ist kostenloses Parken, glaube ich, keine Lösung, weil das wird dafür sorgen, dass Menschen dann einfach keinen Grund haben, den Parkplatz zu wechseln, dort nicht mehr zu halten, sondern werden sie den ganzen Tag dort möglicherweise parken. Und das ist für die Einzelhändler eben auch nicht gut und für die Belebung der Innenstadt. Nächstes Thema Verwaltung. Eine Frage im Livestream bezieht sich darauf, aktuell haben wir ja das Problem, dass unser Haushalt vom Innenministerium, genauer gesagt von der Kommunalaufsicht, abgelehnt wurde, auch mit der Begründung, dass die Forderung der Kommunalaufsicht, den Jahresabschluss von 2010 endlich mal vorzulegen, nicht erfüllt wurde. Wenn du jetzt ins Rathaus gewählt wirst, wie denkst du, wie schnell und warum kannst du einfach oder denkst du, du kannst einfach den Jahresabschluss 2010 vorlegen? Denkst du, das lässt sich in der Verwaltung sehr viel einfacher machen und schneller machen, damit Frankfurt in Zukunft handlungsfähig wird, damit wir auch Haushalte genehmigt bekommen? Nein, ich will nicht suggerieren, dass mit dem Tag, wo ich ins Rathaus einziehe, auf einmal heile Welt herrscht. Das wird nicht passieren. Jedenfalls nicht so einfach natürlich. Was ich aber immer wieder wahrnehme, ist, dass innerhalb der Verwaltung ein ganz schwieriges Klima herrscht. Ich mache es mal ein paar Beispiele fest, die das vielleicht so ein bisschen illustrieren. Beim Parkraumbewirtschaftungskonzept, da gab es ja ganz viele Kritikpunkte, zum Beispiel, dass Anwohner nicht mehr parken können vor ihren Haustüren. Da ist ein Fehler passiert im Parkraumbewirtschaftungskonzept. Und dann gab es Bürger, die haben sich beschwert, auch bei der Verwaltung. Und dann stand in der Märkische Oder-Zeitung, dass die Verwaltung aber auf Stadtverordnete verwiesen hat. Dann habe ich in der Verwaltung angerufen und gefragt, Mensch, wieso verweist du denn auf uns? Ihr könnt doch diese Beschwerden auch aufnehmen und dann mit dem Beigeordneten ins Gespräch kommen und dann die Änderung selber einbringen. Und da hieß es, ja, das können wir machen, aber in der Regel passieren zwei Dinge, wenn wir das tun. Entweder wir werden angeschnauzt oder die Dinge bleiben einfach liegen. Genauso wie ich es vorhin beschrieben habe mit den Konzepten, die zu einigen Dingen in der Schublade liegen und einfach auch nicht gehört werden. Und deswegen haben die Mitarbeiter gesagt, deswegen verweisen wir sie gleich an die Stadtverordneten und das hat dann mehr Chance auf Erfolg. Das macht doch etwas deutlich. Ne? Und sowas erlebt man an ganz vielen Stellen, dass innerhalb der Verwaltung sehr viel gegeneinander stattfindet, weil die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, dass sie gehört werden, dass sie nicht ernst genommen werden, in Prozesse zum Teil gar nicht mehr einbezogen werden. Und natürlich wird nicht jede Idee von den Mitarbeitern umgesetzt, aber natürlich deren Kompetenz muss einbezogen werden. Wenn man aber ein Klima schafft, wo die Mitarbeiter das Gefühl haben, sie sind eigentlich egal und das, was sie einbringen können, das zählt nicht, dann
hat man auch ein Klima, in dem so wichtige Prozesse, die auch mit viel Arbeit zu tun haben, wo man sich auch mal zusammensetzen muss und an einem Strang ziehen muss, wo diese Prozesse wirklich schwierig werden. Und ich habe den Eindruck, dass beim Jahresabschluss genau darum geht, dass da mal alle an einen Tisch gebracht werden müssen, motiviert werden müssen für das gemeinsame Ziel. Denn am Ende geht es um den Erfolg von allen Bereichen. Jeder Bereich in der Verwaltung leidet darunter, wenn der Jahresabschluss nicht erfolgt und wir wieder in der vorläufigen Haushaltsführung sind. Und das muss zusammengebracht werden, indem die Mitarbeiter zusammengeholt werden und man gemeinsam an diesem Projekt arbeitet. Und das passiert momentan nicht. So mein Eindruck, und da müsste der Oberbürgermeister sich an die Spitze des Prozesses stellen. Die Kommunalaufsicht hat vor einem Jahr gesagt, ihr habt jetzt ein Jahr Zeit, das zu machen. Und Frankfurt hat es nicht geschafft. Ich glaube, in einem Jahr ist wirklich viel Zeit, auch so etwas zu organisieren. Bereich Bildung. Es gab die Frage, was möchtest du prinzipiell für Schulen tun? Und jetzt auch nochmal von einem anderen Nutzer eine detailliertere Nachfrage. Wie sieht es denn gerade auch aus mit dem Neubau des Hauses 2 der Ulrich-von-Hutten-Schule? Also da mussten sie ja auf die Ausweichmöglichkeit Container zurückgreifen, was ja auch kein Dauerzustand sein kann. Wie sieht es da aus und prinzipiell, was möchtest du für Schulen tun? Also, dass ich mich für Schulen einsetze, wer am Anfang des Livestreams dabei war, war noch nicht anders, deswegen sage ich das nochmal, hat sich, glaube ich, auch daran gezeigt, dass was wir heute erst hinbekommen haben auf Landesebene, nämlich, dass es gab einen neuen Topf, der eröffnet wurde, und dann gab es die Entscheidung, wie gehen wir denn mit diesen Mitteln um. Und wir haben es hinbekommen, gemeinsam mit dem Finanzminister, die Priorität darauf zu setzen, dass dieses Geld komplett, und das sind über 100 Millionen, in finanzschwache Kommunen geht und Frankfurt-Oder davon 8 Millionen bekommt, nur für Schulen und Horte, also um diese Infrastruktur wieder herzurichten, die Sanierungsarbeiten da voranzutreiben. Dafür haben wir uns eingesetzt und es auch hinbekommen. Und ich glaube, mit einer anderen Gesprächskultur mit dem Land schafft man noch viele andere Dinge. Denn ich erlebe immer wieder in Potsdam, wenn ich da im Landtag bin und mit den Ministerien spreche, dass wir in Frankfurt auch im Umgang mit den Ministerien einiges falsch machen. Die Frankfurter sind nämlich diejenigen, wenn wir ein Problem haben mit dem Land, das Erste, was passiert, ist erstmal, dass wir raufkloppen. Dann sagen wir, wie doof die da sind und dass sie ja das alles gegen Frankfurt machen. Und dann, nachdem wir die beschimpft haben, versuchen wir einen Gesprächstermin zu machen, zu gucken, ob man es irgendwie gelöst bekommt. Andere Kommunen, die da etwas erfolgreicher sind, versuchen erstmal das Gespräch zu suchen, wenn irgendetwas nicht hinhaut, weil die Mitarbeiter dort, die machen halt auch manchmal Fehler. Manchmal rutscht ihnen auch was durch, die sind auch dankbar für Hinweise. Und die meisten Dinge lassen sich im Gespräch dann klären, weil die haben auch Interesse daran, dass es funktioniert im Land und dass die Leute zufrieden sind mit der Arbeit der Landesregierung. Und wenn es dann nicht klappt auf dem Gesprächswege, dann muss man den Druck erhöhen und möglicherweise auch anders vorgehen. Das haben wir auch oft genug gezeigt, dass wir dazu bereit sind und das gerne tun, wenn es notwendig ist. Aber einen anderen Gesprächsfaden mit dem Land hinzubekommen, denn anders werden wir die Herausforderungen in Frankfurt nicht meistern. Nicht im Gegeneinander mit dem Land, sondern nur miteinander. Und bei der Bildungsinfrastruktur, da darf man keine falschen Versprechungen machen. Wir haben in Frankfurt-Oder einen Schuldenberg von ungefähr 130 Millionen. Und wir haben jedes Jahr eine Haushaltslücke bisher. Im nächsten Jahr versuchen wir das erste Mal da auf Null zu kommen. Und wir werden es also nicht schaffen, im ersten oder im zweiten Jahr plötzlich den Sanierungsrückstau von über 20 Millionen hinzubekommen. Zumal wir nochmal ungefähr 20 Millionen bei Kitas haben und nochmal 25 Millionen bei Sportstätten. Aber was ich vorgeschlagen habe, schon im jetzigen OB und der Haushaltsdebatte, ist, dass wir Prioritäten setzen und jedes Jahr uns ein Schwerpunktthema vornehmen. Derzeit ist es so, wir versuchen da so ein bisschen per Gießkanne ein paar hunderttausend dort, ein paar hunderttausend dort, aber nichts wird mal im Komplex gelöst. Das hat unter anderem dazu geführt, dass in der einen Schule, das Beispiel ist ja bekannt, da wurde die Turnhalle saniert, der Boden wurde saniert, das Dach aber nicht. Dann gab es einen Regen, einen heftigen, da ist es durchgeflossen, das Wasser, und dann war der Boden, der saniert wurde, wieder kaputt. Das darf natürlich nicht sein, das meine ich mit, dass man Dinge auch mal im Komplex angeht. Und dann kann man auch den Frankfurtern, glaube ich, gut erklären, dass man sagt, wir haben nicht das Geld, um in einem Jahr alles zu machen. Aber in diesem Jahr nehmen wir uns vor, im Schwerpunkt kümmern wir uns um die Bildungsinfrastruktur. Im nächsten Jahr kümmern wir uns um die Kitas und dann kümmern wir uns um die Sportinfrastruktur und dann noch um die Fußgängerwege und um die Sanierung von Straßen. Auch das muss ja passieren. Ich glaube, das kann man den Frankfurtern vermitteln, dass nicht alles auf einmal geht. Aber wenn man ihnen auch sagt, wir haben einen Plan, in welchen Schritten wir es hinbekommen, dann ziehen wir, glaube ich, auch alle an einem Strang. Ich glaube, das ist möglich. Das wäre so meine Idee, um beim Haushalt ein bisschen effektiver mit den Geldern umzugehen. Denn derzeit habe ich den Eindruck, wir geben Geld aus, machen aber nur Stückwerk und dann wird es am Ende teurer, weil wir es nicht ordentlich gemacht haben und wir kommen am Ende nicht so richtig voran. Deswegen müssen wir es mal im Komplex machen. Lange Antwort, bitte entschuldigt. Es sind immer so viele Gedanken, die da im Kopf rumschwirren. Ich versuche es ein bisschen kürzer. Vielleicht eine letzte einfache Frage. Oh, einfache Frage. Du bist ja nicht der einzige Kandidierende, der dann
im März im Rathaus das Ruder an sich reißen möchte. Der bisherige OB Dr. Martin Wilke möchte ja auch wieder kandidieren. Nun fällt natürlich oberflächlich erstmal auf, Wilke und Wilke, seid ihr denn eigentlich verwandt? Ach du meine Güte. Die Frage bekomme ich tatsächlich häufiger gestellt, als man glaubt. Ich wurde auch schon gefragt, warum ich gegen meinen Vater in den Wahlkampf ziehe, was er mir in meiner Kindheit getan hat, dass ich sowas mache und so. All das ist schon vorgekommen. Also ich kann ganz deutlich sagen, wir sind in keinster Weise verwandt. Und die Schwester meines Vaters, die hat sogar so einen Stammbaum für die Familie und so. Und da haben wir sogar mal nachgeguckt, ob es nicht irgendwann irgendwo eine Überschneidung gibt. Gibt es nicht. Es gibt also keine, jedenfalls für die letzten, keine Ahnung, wie viele Dutzend Generationen, keine Überschneidung der Stammbäume. Es gibt aber in zwei Gebieten in Deutschland, im Ruhrgebiet und hier im Osten Brandenburgs, gibt es eine auffällige Ansammlung von Wilkes. Und das ist scheinbar der Grund, warum wir hier zufällig beide politisch tätig sind. Aber wir haben nichts Verwandtschaftliches miteinander zu tun. Ja. Okay, du sagst mal die letzte Frage. Vielleicht kommen ja im Nachhinein noch welche, die ich dann auch schriftlich beantworte. Per Mail sind ja ein paar eingegangen, die versuche ich auch schriftlich zu beantworten. Auf Facebook auch. Auf jeden Fall ein spannendes Format, wie ich finde. Ich würde jetzt gerne noch ankündigen, am 10. Januar um 17 Uhr im Kleistforum. 10. Januar, 17 Uhr, Kleistforum. Da findet unser Neujahrsempfang statt. Und wir sind jetzt hier noch dabei, die Dinge aus den Zukunftswerkstätten auszuwerten und das ins Programm mit reinzuschreiben. Und am 10. Januar ist dann der Termin, wo wir das Programm vorstellen werden. Bis dahin werden wir immer mal sukzessive ein paar Dinge auch schon mal gucken lassen. Aber am 10. Januar machen wir dann quasi den Neujahrsempfang, wo wir ja auch zeigen, was ist unser Plan für die Stadt, was ist unser Programm für Frankfurt und wie gehen wir an die Lösung der Herausforderungen und Probleme ran. Ich freue mich ganz doll, dass so viele mitgemacht haben und dabei waren. Ich glaube, wir werden das wiederholen, oder Tom? Ja. Ja, Tom sagt, wir wiederholen das. Das war ein spannendes Format und gibt vielleicht auch mal anderen die Möglichkeit, mit dabei zu sein, die Fragen loszuwerden. Vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Mitmachen und wir sehen uns in der Stadt oder online oder sonst da, wo. Lasst es euch gut gehen. Habt eine schöne Advents- und Weihnachtszeit und bis bald. Tschüssi.